Oh mein Gott! Unfassbar, was gerade passiert. Willkommen zu einem neuen Vlog auf unserem Kanal. Wir hoffen, es geht euch allen gut. Wir sind gerade schon im Auto und sind gerade auf dem Weg zu Action. Das ist ja immer so unser Stop Nummer 1, wenn wir in Holland sind, zu Action fahren. Wir wissen, den gibt es auch in Deutschland, aber nicht irgendwie bei uns in der Nähe. Deswegen ist Action für uns Holland. Es wäre auch blöd, da immer hinzufahren, weil für uns ist das jetzt halt so... Ich weiß nicht, ich bin schon immer in Holland zu Action gefahren und das gehört für mich einfach irgendwie nicht zu Deutschland. Ich weiß nicht. Immer nur, wenn wir hier sind. So, auf jeden Fall ist heute eigentlich ein sehr schöner Tag. Die Sonne scheint, es ist auch relativ warm, aber es ist unfassbar windig. Schaut euch das mal an. Es ist, ja, kommt aus der Kamera natürlich wieder absolut nicht so rüber. Seht ihr diesen braunen Schleier, der da ist? Also guck mal, der Himmel ist schön blau, aber es ist so windig, dass einfach der komplette Sand, der hier überall ist, einfach alles aufwirbelt. Okay, hier jetzt auf der Seite jetzt nicht. Ah, man sieht das nicht, man sieht das so schlecht. Verdammt. Wir versuchen es nachher nochmal besser aufzunehmen. Aber da sieht man echt gar nichts. Ich hasse sowas. Ne? Sieht so schön sonnig gerade aus. Es ist einfach komplett nebelig gewesen, weil hier alles, was verliert der hier? Wasser. Ich hoffe auch, alles ja aufgewirbelt worden ist und auf jeden Fall sehr krass. Also ich habe es selten wieder so windig erlebt wie gerade. Wir saßen vorhin am Wohnwagen und uns ist alles um die Ohren geflogen. Und ja, hier sitzen wir aber erstmal im sicheren Auto und fahren jetzt erstmal zur Action. Oh Gott, die arme Fahrradfahrer. Juli ist vorhin noch einmal, der hat mir so leid getan, als ich hier mit ihm draußen war. Er war so am Häufchen machen und dann saß er so ganz komisch und dann kam so eine richtig dicke Windböe und dann ist er fast umgekippt, der hat mir so leid getan. Dann war er abgelenkt und konnte nicht mehr. Naja, wir fahren uns jetzt erstmal auf. Wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg. Hier dran sieht man jetzt wenigstens, wie windig es ist. Natürlich hört es jetzt auch natürlich jetzt. Da. Es hört genau in der Sekunde. So krass, ey, das ist doch unfassbar. Ja, komm, wir sagen, wir machen jetzt mal die Kamera aus. Ja, die Kamera ist jetzt aus. Nicht mal jetzt windet es. Verdammt! Ja, jetzt! Jawohl! Es ist sehr windig hier in Holland. Also, man sieht's. Komm, Babe, das wird schon. Wir lassen ihn jetzt. Sehr gut, Ehrenmann. Wir lassen Juli jetzt das erste Mal im Auto allein. Okay, nicht das erste Mal, aber das erste Mal was länger. Weil wir, auch geh mal auf die Seite, du bist so dunkel. Weil wir ja, in Action wollen. Und ihr sagt ja immer, lass den Jungen mal was alleine. Und das machen wir jetzt auch mal. Es ist relativ kühl. Es ist relativ kühl draußen, zwar ja, sehr windig, aber extra einen Parkplatz im Schatten gesucht. Weil ja. in Autos wird es ja relativ... Oh! Oh mein Gott, alles umgebaut. Oh nein, ich hasse es, wenn alles umgebaut wird. Oh, das ist aber lecker hier. Wir haben auf jeden Fall was gefunden, was wir Juli mitbringen wollen. Einen kleinen Kochknochen für heute Abend. Den nehmen wir wirklich mit, ne? Machen wir ein Instagram-Bild für ihn. Nein. Doch! Schau, voll süß! Das ist zu hart für dich. Nee, wir kaufen die lieber zu Hause. In Germany. Aber lass ihn ein Spielzeug mitnehmen. Okay. Was ist denn für eine Ananas? Was soll das sein? Ist doch kein Spielzeug. Doch, toll, natürlich. Ach, guck mal, so ein Intelligenzspiel. Ja, das können wir machen. Dann können wir Leckerlis reintun und dann muss er das aber. Was heißt Intelligenz? Was ist denn? Also, was muss er doch, das nehmen wir. Das nehmen wir. Das heißt, er muss die hier. Das finden wir dann schon raus. Ja. Das finden wir schon raus. 3 Euro nehmen wir mit. Dann lernt er was. Ja, das nehmen wir mit. Und dieses Ding hier. Ja, ja, genau. Das ist unser neuer Einkauf. Brauchen wir den dann überhaupt hier? Nee, ne? Aber das ist so groß für mich. Das brauchen wir doch alles gar nicht. Was ist so ein Gerümpelsladen hier, ne? Ich wollte noch einen Napf holen für unterwegs, für wenn man reist. Weil der jetzt zu Hause ist, den konnte man ja nicht. Also, ja, ja, ja. Und jetzt okay. Hat er ja diese doofen Plastik. Deswegen aber die sind nicht so schön. Und das okay. Ist so groß für ihn. Guck du mal weiter. Okay, wir sind wieder aus dem Action raus und wir haben einiges gekauft. Wir können, glaube ich, nachher zu Hause mal zeigen, was wir alles geholt haben. Außer eine Sache, weil das ist noch eine Überraschung. Genau, die erfahrt ihr irgendwann. Und ja, jetzt gehen wir quasi zurück zum Auto und wir wissen keine Ahnung, also wir wissen nicht, was da los ist. Wir zeigen euch jetzt einfach mit unserem Blick voraus, was Juli macht. Ich bin gespannt.
So, da ist das Auto. Ehrenmann, er ist einfach am Schlafen. Oh Gott, wie süß. Warte. Er schläft. Warte. Hallo. Hi, Schatz. Hallo, bist du fein alleine geblieben? Hallo, Schatzi. Hallo, Grusche, hast du gut gemacht? Na, hi. Jetzt geht's ab, wa? Erstmal fliegen die Blätter hier rein, schnell wieder zu. Was schön unter uns? Oh, hast du gesehen? Da, doch, man sieht's doch auf Kamera. Seht ihr das? Man kann einfach dann nicht weiter gucken. Mone kann einfach nur nicht gut filmen, wie immer. Oh, hallo. Hol doch Sonnenbrille an. Juli muss so ein Häufchen machen, Alter. Sie echt? Echt? Aber man sieht auf jeden Fall, wie neblig es ist durch diesen Sandsturm. Ist es viel Wind? Guckt euch doch mal sein Schild an. Junge, was ist denn hier los, ey? Alles. Der Kleine muss unbedingt Häufchen machen. Der hat es halt heute Morgen nicht mehr gemacht. Aber wir glauben, dass er einfach sich hier bei dem Wind nicht so wohl fühlt. Heute Morgen, er saß so und ist auch etwas umgekippt, während das Häufchen macht. Aber jetzt sucht er, glaube ich, eine Stelle. Nur, dass er die gelben Dinger. Gelb oder rot? Ich sag diese gelben Dinger. Warum hast du ihn auch angeredet? Aber du hättest nichts sagen dürfen. Nein. Sehr gut. Und Mone direkt mit der Tüte bewaffnet und macht das natürlich weg. Kein Häufchen gemacht. Wir sagen jetzt immer kein Häufchen, damit er weiß, Häufchen und wieder Mutterkacke. Ja. Kein sehr gut gemacht. Und jetzt können wir nämlich in Ruhe rein. Weil wenn er jetzt dann gleich drin im Wohnwagen gemacht hätte, wäre natürlich nicht so geil gewesen. So, Großer, komm. Juli, komm. Na, komm. Ja, komm. Ja, yeah. Ja, komm. Ja, fein. Lauf zur Mama. Hier, lauf. Ach, die zwei sind so süß, ey. Juli! Hey! Juli! Ja, komm zu Papa! Ja, komm zu Papa! Ja, komm zu Papa! Ja! Ja, fein! Ja, fein! Ja, fein! Juli! Juli! Ja, komm her! Ja, komm her! Hi! Ja, hi! Ja! Ja, 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 kleine Racker hier, ja, ja. So, jetzt aber schnell rein, du. Der kleine Mann hier und ich haben eben so schön draußen gespielt. Sagen, wir blenden euch einfach mal die Instagram-Story ein. Mona hat dazu eine Story gemacht, richtig cute. So, Leute, ich sitze drinnen. Mir ist das so ungemütlich draußen, viel zu windig. Aber die zwei sind schon wieder am Spielen. Der ist so süß. Es ist so. Okay, genug gespielt. Nee, doch nicht. Kuschelphase. Und jetzt, wenn wir wieder zurück sind, versuchen wir mal, ihm sein neues Spielzeug hier zu zeigen. Mal gucken, was der Kleine so drauf hat. Genau. Das haben wir ja eben geholt. Ist relativ simpel, aber ist so gut ein guter Einstieg für ihn. Ne? Warte mal, ich lass das mal kurz runter. So. Genau. Also, wir haben hier das Ding und dafür, dass das nur 3 Euro gekostet hat, oder ich glaube 4 Euro, ist es super gut. Es hat hier unten so Noppen, voll gut, damit es am Boden nicht rutscht. Und hier kann man dann, die Leckerli drunter tun. Und hier hat man quasi noch 3 Fächer und das muss er dann einfach so hin und her schieben. Und wie viel tut man denn in eins und Ding rein? 2? Nein, eins. Immer eins, würde ich sagen. Dann tun wir jetzt einfach mal hier in jedes eins rein. Bin ich mal gespannt, ob er das... Tut das am Anfang da drauf, ne? Da drüber, ja. Ja, ich wollte nur, dass er riecht. Okay, da ist was Leckeres drin, ne? Dann viel Spaß, mein Schatz. Okay, das erste hat er schon mal. Easy hinbekommen. Das andere ist was schwieriger, da muss er die Dinger hochheben. Ich glaube, er weiß noch nichts mit der. Ja, jetzt.
benutzt die Worte. Ja, fein. Fein. Er hat es mit dem Mund weggetan. Fein. Stell die Kamera mal auf den Boden. Fein, Groscha! Fein! Das ist gut gemacht! Super! Toll. Super! Super! Hat er gut gemacht, oder Leute? Hat er gut gemacht für das allererste Mal. Hat er gut gemacht! Super! Und jetzt ist es aber vorbei. Jetzt ist vorbei. Oh, das geht ja gar nicht vom Boden ab. Hast du gut gemacht, Groscha? Hat er echt gut gemacht. Ja, okay, hier liegt noch eins. Guck mal. Sitz! Sitz! Zwei, jetzt noch. Sitz! Sitz! Fein! Sehr gut. Oh. Sehr gut, Groscha. Sehr gut. Wir machen das jetzt, würde ich sagen, noch ein paar Mal, oder? Toll. Ja, ein paar Mal noch. Ne? Hätte ich nicht gedacht. Ne? Hätte ich auch nicht gedacht. Sehr gut, Groscha. Sehr gut. Toll, wie süß er das eine mit dem Mund so. Ja. Boah, Leute. Wir sind gerade ins Auto eingestiegen, weil wir Essen holen wollen. Und wir haben vorhin, als wir losgefahren sind, Müll da hinten hingetan. Wir haben vergessen, den wegzuschmeißen. Boah, hier stinkt so drin. Nach verfaulten, keine Ahnung was, gemischt mit Hundekot. Das ist so ekelhaft. Oh mein Gott. Wir müssen den jetzt vorne wegschmeißen. Comics Mone. Das ist typisch. Wie leben und leben. Das ist wirklich wieder typisch wir. Wisst ihr, man fährt quasi hier über den Platz. Und ganz vorne sind die riesen Container, wo man alles wegschmeißt. Und wir haben es einfach vergessen. Boah, es riecht so ekelhaft. Ja, müssen wir jetzt wegschmeißen. Wir sind auf jeden Fall auf dem Weg, jetzt Essen holen. Wir haben ja euch gestern schon unseren Essensplan für diese Woche gesagt. Gestern gab es ja dieses Kibbeling mit Pommes und heute gibt es Babi Pangan. Lecker, lecker. Also dieses chinesische Essen zeigen wir euch gleich mal. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Wir haben nämlich verdödelt. Wir möchten nämlich heute um 20 nach 8 einen Film gucken. Im Fernsehen tatsächlich. Im Fernsehen, ja. Sehr seltener Anblick bei uns. Haben wir nämlich zu Hause ja nicht. Wir gucken zu Hause ja nur Netflix. Und jemand sagt, Juli wäre klein. Juli, dagegen bist du ja ein... Aber süß. Dagegen das ist, glaube ich, ein Chihuahua. Ja, ne? Das ist ein Chihuahua-Welpe. Dagegen bist du ja ein Riese, ein Löwe. genau, wir gucken zu Hause nur Netflix. Und hier kam heute in der Werbung ein mega cooler Film, den wir gucken wollen um 7:45. Und wir haben 7:55. Müssen wir uns ein bisschen sputen? This is complete and total bullshit. This is like the best song ever. Hoffen wir es auf jeden Fall bis 7:00 zu Hause zu sein. Gut, dass wir jetzt da sind. Mal wieder typisch Kobi und Mone. Yay! Wir hatten leichte Verständigungsprobleme mit den Leuten. Und jetzt haben wir einfach Essen für 4 Leute anstatt für 2 und haben über 20 Euro bezahlt. Mann! Essen wir morgen nochmal. Ja, essen wir morgen, aber. Und dann fällt Whip-In aus. Nein, Whip-In fahren wir kurz bevor wir fahren. Essen wir es dann noch zum Frühstück, oder was? Ja. Oh Mann, wir sind so heute Nacht. Ich krieg heute Nacht sowieso wieder Hunger, du kennst mich nicht. Ja, aber das ist Dulli jetzt. Viel zu viel. Okay, also hast du eine komplette Schale für dich alleine und ich eine für mich. So, das sieht gut aus. Oh, lecker, lecker. Also, das ist quasi, es gibt hier einmal Barmi Goreng und einmal Nasi Goreng. Barmi ist quasi Nudeln und Nasi. Ah, das ist voller Soße oder Essig. Ja, egal, okay. Muss ich gleich Tisch abwischen. Und das sind quasi die Nudeln und Babi Pangan ist das hier. Das ist so Fleisch eingelegt in einer mega geilen Soße. Das sieht nicht so lecker aus, wie es schmeckt, muss man zugeben. Und das zusammengemischt mit Sambal Oleg. Fuck mir selbst. Lassen wir es jetzt schmecken. Ja. Guten Hunger, Babe. Guten Hunger. Mm. Oh mein Gott! So crazy. Unfassbar, was gerade passiert ist. Das ist wirklich unfassbar. Du hast den Kakao noch in der Hose. Nein, das ist der. Ein sauberer. Also, Juli hat sich gerade sehr gut gemeldet. Yeah. Er hat sich vorne vor die Tür gestellt und gemacht. Dann bin ich mit ihm rausgegangen. Er hat Pipi und Häufchen gemacht. Yay.
Und dann ist was Unfassbares passiert. Es kommt so ein Vater mit seiner Tochter vorbei und einem Hund. Und ich dachte schon so, oh nee, gar keinen Bock jetzt, weil Juli war ohne Leine, einfach nur hier im Vordingens und so. Und dann kommen die so an und der Hund übelst süß und so, war auch ganz jung. Wir haben dann so ein bisschen geredet, 15. Was war das für ein Labrador, glaube ich. Oh, süß. 15 Monate, also auch noch relativ jung. Und er sagt so, ja, wie alt ist der? 12 Wochen, bla bla, wir reden so. Und auf einmal sagt er, okay, Juli, komm. Und ich gucke den an. Ich so, wie heißt der Hund? Er sagt so, Juli, wie der Monat. Ich so, nein. Er heißt auch Juli, wie der Monat, nur mit Y. Und er so, was? Und ich so, hä? Oh mein Gott. Und dann sag ich so, warum heißt der Juli? Sie so, ja, weil wir den letztes Jahr am 1. Juli geholt haben. Und ich guck letztes den an. Jahr, ja, ja, klar. Letztes Jahr. Ja. Ja, ja, okay. Und ich so, was? Und der hier heißt Juli, weil wir ihn am 15. Juli dieses Jahr geholt haben. Und da wir Vierjähriges haben. Und die Leute so, was, was? Richtig crazy einfach. Einfach, wir haben das erste Mal einen Namensvetter gesehen. Oh. Ein Namensvetter. Ja. Krass. Der Name ist wirklich so selten, ne? Also heftig. Ich dachte, wir wären die Enden. Ich habe noch nie irgendwie so... Da hätte ich jetzt, hätte ich auch nicht gerechnet. Und dann waren das auch noch Deutsche. Na. Wie witzig einfach. Wie der Monat. Geil. Auf jeden Fall hat er sich gut gemeldet und wir gucken jetzt noch ein bisschen Fernsehen zusammen und chillen noch etwas. Ne? Wir chillen jetzt? Chillen noch etwas. Chillen wir jetzt? Wir chillen noch etwas. Wir chillen jetzt noch was. Komm, Bäuchlein-Kraut. Bäuchlein-Kraut. Ja, Bäuchlein-Kraut. Ne? Ja. Ja. Das mag er. Ja, 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 ja. Guten Morgen. Es ist mal wieder soweit. Wir verabschieden euch am nächsten Tag. Ich weiß auch nicht, wir kriegen das irgendwie nicht gebacken, abends Tür zu sagen. Wir vergessen dann einfach immer und gehen dann ins Bett und sind total müde. Naja, wenn euch der Vlog gefallen hat, gebt auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar und abonniert diesen Kanal. Und folgt uns natürlich auf Instagram. Mon ist jetzt gerade drin. Ein bisschen aufräumen und ich habe jetzt hier den Vlog geschnitten. Und wir vloggen dann jetzt im Anschluss direkt weiter. Wir sehen uns morgen. Im Namen von Mon und mir, wir haben euch ganz lieb. Pssch.